Matilda Kschessinskaja war eine prima Ballerina. Die Tänzerin betörte mit ihrer Grazie und ihrem Glanz auch außerhalb der Welt der Pirouetten. Einer, der dem Zauber erlegen war, war Zar Nikolaus II., obwohl der einer anderen schon die Ehe versprochen hatte. Nun könnte man sagen, passiert in den besten Familien, warum also nicht auch bei den Zarens? Aber da die Affäre jetzt als Film in die Kinos kommt und Nikolaus II. In nicht so keuschen Szenen zu sehen ist, ist die Wut vieler orthodoxer Christen in Russland groß. Gestern war in St. Petersburg offizielle Uraufführung. Golini Atay. Draußen die Frommen, Orthodoxe und Monarchisten, drinnen die Fans. Die Premiere von Mathilde gestern Abend in St. Petersburg. Die drei deutschen Schauspieler reisten nach den Drohungen gar nicht erst an. Zu groß die Angst. Seine Darstellung spaltet die Gemüter. Zar Nikolaus II., 1918 ermordet, später von der Kirche heilig gesprochen. Der Film erzählt Nikolaus' voreheliche Liebschaft mit der polnischen Balletttänzerin Matilda Kschessinskaja. Ein opulenter Kostümfilm und ein Zar, gespielt von Lars Eidinger, zerrissen zwischen Leidenschaft und Staatsräson. Nicht immer ein starker Mann. Hände weg von unserem Heiligen. Der Film, für Fromme ein verdorbenes Machwerk jener, die Russland und die Kirche hassten. Die Wut entlädt sich. In Jekaterinburg rast ein Auto in ein Kino. In Moskau werden Autos angezündet. In St. Petersburg ein Produktionsstudio. Ein selbsternannter Gotteskrieger kündigt brennende Kinos an. Und eine Parlamentsabgeordnete von der Krim wird Sprecherin der Radikalen, sammelt Unterschriften gegen den Film. Das ist der deutsche Pornoschauspieler, der die Rolle unseres Zaren spielt. Hier spielt er einen Nazi und hier ist er in einem Teller voller Scheiße. Entschuldigen Sie mich, aber so ist es. Der Regisseur, ein bekennender Patriot, aber nun zeigt ihn das Staatsfernsehen kaum noch. Dabei sei das Interesse an Mathilde gewaltig. Nicht nur, weil es diese Skandale gibt, sondern auch, weil die Menschen mehr über die Geschichte erfahren wollen. Einige Details wurden noch nie veröffentlicht und daran ist nichts Schlechtes. Die gewalttätigen Filmgegner der Gruppe Christlicher Staat wurden inzwischen verhaftet. Der Kreml verurteilt die Übergriffe. Aber er lässt all die lange gewähren, die sich für Volk und Vaterland auch aggressiv einsetzen. Wahrscheinlich fühlen sich diese Radikalen ganz wohl, weil sie von jemandem beschützt werden. Vielleicht vom Inlandsgeheimdienst, vielleicht von den verrückten Nationalisten der Kirche. Die Mächtigen selbst hätten die Ungeister aus der Flasche gelassen, sind viele Zuschauer überzeugt. Doch nun läuft der Film. Und alle können sehen, wie sich der Zar für Russland entscheidet und seine Ehe glücklich wird. Bei uns kommt der Film am 2. November in die Kinos.